Hallöchen meine Freunde da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir für euch. Und zwar, wie ihr es vielleicht im Titel schon gelesen habt, geht es um das 500 Abonnenten Special. Erstmal vielen, vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr mich so fleißig unterstützt. Und das letzte Jahr war echt bombastisch, also es war wirklich cool. Es sind eine Menge cooler Leute dazugekommen und wenn es so weitergeht, also da ist es wirklich klasse. So eine kleine Community hat sich schon gebildet und möchte mich auch bei einigen speziellen Leuten bedanken, die auch immer fleißig in den Streams dabei sind. Und ja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Ihr wisst, ich bin kein Vlogger, deswegen hasse ich sowas, deswegen auch die Krisselkamera. Ihr wisst, ich habe keine gute Kamera und deswegen habe ich auch keine Facecam bei Videos oder bei Livestreams. Wenn ich irgendwie was besseres Equipment hätte, dann ja, würde ich es mit reinspeisen. Aber so, wie ihr seht, ist das jetzt nichts. Ihr seht, es macht hier so immer so. Ich sehe es ja gerade noch auf dem Bildschirm. Deswegen ist nicht so schön. Und wenn ihr mir dabei ein bisschen helfen wollt, oben in meinem Kanalbanner ist ein kleiner Spendenlink. Der ist extra für solche Sachen gedacht, dass wenn ich mir zum Beispiel mal eine neue Kamera kaufen soll, wisst ihr Bescheid. Ist keine Pflicht, aber nur so zur Info. Wollt's nur nochmal erwähnen. Ich habe was für euch vorbereitet und zwar ein kleines Special. Und jetzt muss ich mal kurz die Kamera nochmal ein bisschen höher machen, weil mein Arm mir sonst abfällt. Und zwar ist es eine, wie ihr vielleicht im Titel schon lesen könnt, eine Minecraft Game Show und zwar Soul Sold Out. Vielen lieben Dank an den Cloud, an den Uwe und an den Mannegan Wag, dass sie mir geholfen haben, das aufzunehmen für euch. Es war ziemlich lustig, aber auch ziemlich nervig teilweise und die Leute wissen auch genau warum. Das seht ihr übrigens auch in den Outtakes am Ende. schade, dass die gute Lizzie nicht dabei gewesen ist, aber die ist dann vielleicht beim 1000er Special dabei. Ja, ihr habt richtig gehört, das nächste Special gibt es dann beim 1000er. So, das war's jetzt erstmal von mir. Ich möchte euch sagen, vielen, vielen lieben Dank nochmal und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit meiner kleinen Minecraft Game Show. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin nicht so der Videobearbeiter und Macher, aber ich habe mir versucht, Mühe zu geben. Sag mal so. Ich habe mir versucht, Mühe zu geben. Ja. Ansonsten sage ich, sehen wir uns wieder in einem weiteren Let's Play, einem Livestream oder sonst wo. Also, vielen lieben Dank an euch und viel Spaß jetzt. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Sold Sold Out. Ich bin euer Gameshow-Moderator Black Devil BF. Wir haben heute wieder drei wunderbare Kandidaten, die heiß auf unsere Preise sind. Aber es gibt einen Haken. Sie könnten ihre Seele verlieren. Und hier sind sie! Und hier ist unser erster Kandidat, Bark. Er ist 23 Jahre alt, ein erfolgloser Solo-Gitarrist und möchte bei dieser Gameshow reich und dekadent werden. Unser zweiter Kandidat, Cloud. Er ist ein erfolgreicher YouTuber und er möchte hier bei dieser Gameshow einfach nur ein bisschen Klicks abgreifen. Unser letzter Kandidat ist Uwe. Er ist der größte Stalker, den es gibt im Netz und er möchte bei dieser Gameshow einfach noch ein bisschen mehr Geld verdienen, um noch mehr Leute stalken zu können. So, schön, dass ihr an unserer Gameshow hier teilnehmen wollt. Wie geht's euch denn so? Was treibt euch denn an? Was? Wir sind hier gar nicht beim Frauentausch? So eine Scheiße. Naja, mach ich einfach mal mit. Kann ich mir eine neue Gitarre kaufen für meine alte. Also ich habe ja damals immer, ne, von diesem Black Devil BF hatte ich immer Videos geguckt und ja, ich wurde dadurch ziemlich Alkoholiker, musste meine Leber abgeben und jetzt brauche ich eine neue. Natürlich meine Krankenversicherung, die will das nicht übernehmen, dass ich YouTube-Videos gucke und mich dabei besaufe, deswegen muss ich das aus privater Tasche zahlen und deswegen bin ich hier. Guten Tag, ich bin der Uwe und versuche mir in dieser Sendung Backstage-Pässe für ein Metallica-Konzert zu erspielen. Kommen wir nun zu den Regeln. Die Regeln sind ganz simpel. Ich stelle euch Fragen, ihr drückt den Buzzer. Wer als schnellstes gedrückt hat, darf die Frage beantworten. Beantwortet ihr sie richtig, kommt ihr eine Runde weiter.
Beantwortet ihr sie falsch? Naja, das seht ihr dann. Wenn ihr die Regeln verstanden habt, dann könnt ihr jetzt mal auf die Buzzer drücken, nur um zu testen, ob sie auch funktionieren. Hä, das geht doch gar nicht. Die Scheiße hier, Scheiß. Ich sage dir, wenn ich den Typen... Alles krieg... defekt hier. Tontechnik, haben wir hier etwa ein Problem? Wir scheinen technische Probleme zu haben. Wir machen einfach mal weiter. Werfen wir nun einen Blick auf unsere Verlierer der letzten paar Episoden und auf unsere wunderschönen Preise. Hier sehen wir unsere Vorrundenverlierer, die leider schon recht frühzeitig ausgeschieden sind. Hier seht ihr unsere Finalisten, die es nicht geschafft haben, die letzte Frage richtig zu beantworten. Sie fristen ein Dasein als meine persönlichen Spielgefährten. Als ersten Preis hätten wir diesen wunderschönen Sportwagen hier. Man beachte die versilberten Felgen und die Vollholzausstattung im Innenraum. Als zweiten Preis hätten wir noch diese wunderschöne Yacht mit einer stolzen Länge von 23 Metern und die auf den wunderschönen Namen hört, MS Fuckalot, ein echter Frauenmagnet. Und als letzten Preis haben wir natürlich noch so viel Gold, Diamanten und Smaragde, wie ihr euch in eurem Leben vorstellen könnt. Aber nur, wenn ihr es auch ins Finale schafft. Gut, schön, dass wir das jetzt erfahren haben. Dann können wir jetzt endlich loslegen. Also, hier kommt eure erste Frage. In dem ersten Donkey Kong Automatenspiel, das es für die Automatenhallen gab, gab es einen Haupthelden, der sehr bekannter Charakter mittlerweile ist. Er hat einen roten Pulli und eine blaue Latzhose an. Wie hieß er damals? Ja, wag? Mario. Oh, diese Antwort ist leider falsch. Tja, und jetzt wird es Zeit. Ich bereue gar nichts. Gut, der erste Kandidat scheint schon, ja, verloren zu haben. Was passiert, haben wir ja schon gesehen. So, hier kommt eure zweite Frage. Die nächste Frage lautet, GTA San Andreas. In GTA San Andreas gab es einen Modus, der verboten wurde im Nachhinein, vor allem in den USA. Und wie hieß ich der? Ich weiß es. Ja, Cloud, deine Antwort bitte. Hot Coffee Modus. Richtig! So, Uwe, du stehst jetzt auf der Kippe. Also, im wahrsten Sinne. Welche ist die beliebteste oder besser die berühmteste Counter-Strike-Map? Na? Gib ich ehrlich, weiß ich nicht. Habe ich nie gespielt, kenne ich nicht. Seek and Destroy! Ja, und damit ist unser zweiter Kandidat auch leider ausgeschieden. Cloud hat es damit ins Finale geschafft. Aber wie es ausgeht im Finale, das sehen wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Bis gleich! Kaffee. So wach warst du noch nie. Ja, Cloud, herzlichen Glückwunsch schon mal dafür, dass du es ins Finale geschafft hast. Nun kommt die alles entscheidende Frage. Wenn du diese Frage richtig beantwortest, bist du der Gewinner. Und wenn nicht, tja, dann halt nicht. So, Cloud, deine letzte Frage. Welche Rennspielreihe hatte auf ihren Start auf der PS1 und geht mittlerweile in die siebte Runde?
Deine Antwort? Jetzt! Gran Turismo? Gran Turismo. Das ist richtig! Herzlichen Glückwunsch, Cloud. Du bist der Gewinner bei Soul Showdown und du darfst deine Seele behalten. Hast du noch ein paar abschließende Worte an unsere Zuschauer? Ja, wo sind meine Geschenke? Tja, deine Geschenke warten draußen auf dich. Die hast du dir sicherlich verdient. Nicht so wie die anderen zwei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Soul Showdown, der Gameshow, bei der sie ihre Seele verwetten können. Macht's gut! Das nenne ich mal ein Statement. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen bei Soul Showdown und bis zum nächsten Mal. Bewerben Sie sich ganz einfach bei uns im Internet unter www.verkaufdeinesohle... Sohle. Ja, Cloud, herzlichen Glückwunsch. Du bist Gewinner bei Soul Showdown und du darfst deine Seele behalten und kriegst sogar noch die ganzen Preise. Hast du noch etwas an unsere Zuschauer zu sagen? Was sind das für Preise? Ja, herzlichen Glückwunsch, Cloud. Du bist der Gewinner von Soul Showdown und du darfst deine Seele behalten. Hast du noch ein paar abschließende Worte an unsere Zuschauer? Ja, ich werde den ganzen Scheiß, den ich hier bekommen habe, in Karotten umtauschen und ich hoffe, das wird hier nicht auf RTL ausgestrahlt. Natürlich nicht, wir sind hier auf RTL 2. Jetzt wusste ich aber selber. So, Cloud, die alles entscheidende Frage. Auf dem N64 gab es das Spiel Lylat Wars. Wie hieß der Vorgänger? Mich bekommst du nicht mit dem blöden Knopf! Unser nächster Kandidat kommt aus dem Tiefen des Internets und er heißt der Cloud. Yay! Ach, scheiße. Ich hab den Text vergessen. Jetzt. Hallo? Jetzt darfst du. Tut mir leid. Unser nächster Kandidat ist Cloud. Er ist ein erfolgloser YouTuber, der bei dieser Gameshow einfach nur dabei sein will, um ein paar Klicks abzugreifen. Sieht aus wie ein Hase, der Breakdance macht und sich dabei einen Hobel, ey. Ich heiße Klopfer! Was? Nein! Nein! Was machst du denn? Oh. Das war ich nicht! Das liegt dann nicht so in die Menge. Hier, das ist. So ein Hund jagt einen Hase oder was? Was? Schnapp dir das Häschen! Wo ist der? Ach da! Hinter dir! So, wo ist denn der Uwe? Hast du gehört? Die Tür bleibt zu! Was hat der Hack, ey? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Soul Sold Out! Ich bin euer Gameshow-Moderator Black Devil BF und die Kamera ist zu hoch. Hallo und herzlich willkommen zu Soul Soldout. Ich bin euer Gameshow Gaming Moderator. Hallo, herzlichen. Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße. Ach, Scheiße. Und hier ist unser letzter Kandidat, Uwe. Eine weitere Person in dieser Gameshow. Und hier ist unser letzter Kandidat, Uwe. Er ist so ziemlich der größte Stalker im Netz, den es gibt. Und er möchte hier bei dieser Gameshow... Ach, Mann!